Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Craft the World. Ja, heute wollen wir mal wieder ein bisschen weiterspielen. Mal schauen, ich habe schon etwas länger wieder mal nicht gespielt. Und ja, mal gucken, was wir das letzte Mal eigentlich gemacht hatten. Okay, wir waren auf jeden Fall dabei, ein bisschen Bäume zu fällen. Ja gut, das ewige Holzproblem wie immer halt, ne? So, warte mal, in den Kommentaren stand letztes Mal, dass wir mal noch ein paar Tische hinbauen sollen, weil wir haben ja noch so viele bekommen gehabt. Die stelle ich jetzt einfach mal hin. Bloß damit unser Komfort hochgeht, aber ja, so viel bringt das dann wieder auch nicht. Ja, genau, wir wollten uns ja hier noch weiter runterbauen. Oh, siehst du, neues Erz haben wir auch gleich gefunden in der Folge. Perfekt. Also gleich mal Gold gefunden. Dieser Block hier, der scheint sich wohl die ganze Zeit abzubauen. Oder ab. Der will sich die ganze Zeit abbauen, anscheinend. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, sag ich mal so. Da hat, glaube ich, ein Zwerg einfach mal aufgehört. Also hat einfach mal aufgehört, weiter abzubauen. Ich weiß nicht, ob er dann wahrscheinlich irgendwie noch ein Vieh angreifen wollte oder was. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das ein bisschen komisch aus. Auch weg, der Block. Perfekt. Ich komme nicht durch. Okay. Ja, hier sollst du auch nicht durchkommen. Was willst du denn da? Warum sagt er mir jedes Mal, wenn ich hier... also wenn er sagt, sozusagen, ich komme nicht durch, dann macht er irgendwie, dass ich das immer da ansehe. Naja. Stimmt, in den letzten Folgen hatten wir hier diesen komischen Riesen hier, der ja hier alle, die ganze Erde zu Sand macht. Da weiß ich immer noch nicht so genau, was das jetzt nun auf sich hat. Ob das jetzt irgendwas Besonderes noch ist? Naja. Werden wir dann sehen. Spätestens wenn die Welt untergeht, denn... ich denke mal, dann müssen wir bloß diesen Wächter hier killen. Den geht er schon... So, aber ich bin jetzt erstmal auf jeden Fall dafür, dass wir hier weiter runtergraben. Guck mal, wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine neue Höhle gefunden. Die gucken wir uns auch gleich mal an. Achso, wir haben ja hier noch diesen... Bäm. Das sieht interessant aus. Oh. Okay. Da will ich, glaube ich, nicht hin. Guck mal, aber das hier ist, sieht richtig cool aus hier. Was ist das hier? Ist das hier ein ganz normaler Stein anscheinend? Ja. Auf jeden Fall beschützt der so ein bisschen das Erz, was hier außenrum ist. Naja, aber es gibt Schlimmeres, sag ich mal so. So, ich will jetzt auf jeden Fall erstmal den Zwerg hinnehmen und steuern. So, dann kann ich nämlich hier direkt abbauen und wieder da einen Block hinsetzen. Dann muss ich nicht unbedingt hier nochmal außenrum mich bauen. Kann ich den direkt hinbauen? Jo, geht perfekt. Ein bisschen cheaten, aber egal. Cheaten muss auch sein. So, anscheinend werden wir angegriffen. Auf jeden Fall eine neue Kreatur. Das ist wahrscheinlich dieser komische Drache hier. Nee, halt, stopp. So, warte mal. Dann gehen wir mal hier runter. Halt, stopp. Na los. Setz ihn doch dahin. Setz ihn doch dahin. Hä? Kann er nichts hinsetzen? Achso, weil hier so ein Ding ist. Okay. Ja, nun geht bitte alle nach Hause. So. Perfekt. So, jetzt können sie auch wieder weiter. Das war ein bisschen doof. Warum ist er da reingelaufen? Naja, egal. So, ich wollte mir Leitern machen. Leitern kann ich wieder ein paar machen, perfekt. So. Können wir hier schon mal wieder einen Gang reinbauen? Ja, heute habe ich mal das Spiel ein bisschen leiser gestellt und werde dann im Nachhinein ja, generell die Lautstärke von meinem Video anheben. Weil ich ja doch irgendwie finde, dass ich relativ leise spreche oder dass mein Headset das relativ leise aufnimmt. Darum wollte ich das eigentlich mal so versuchen. Und in der Folge davor habe ich das auf jeden Fall schon gemacht, in der 8. Folge. Da hatte ich auch in der Beschreibung unten reingeschrieben, ja, ob ihr da was gemerkt habt oder... Naja, mal gucken. Vielleicht kriege ich ja noch mal ein Feedback von euch, ob ihr das jetzt nun vorher besser fandet oder... Wenn ich halt so ein bisschen lauter spreche. Da ist halt die Tonqualität ein bisschen schlechter, soweit ich das mitgekriegt habe. Aber
Dann spreche ich auf jeden Fall lauter und ihr könnt das dann halt besser bei YouTube skalieren, ne? Die Lautstärke. Das war eigentlich im Grunde genommen, ja, das, was ich so erreichen wollte damit. So, der kann erstmal schlafen gehen, der kann auch schlafen gehen, der kann auch schlafen gehen. Jeder, der eigentlich so ein bisschen Leben verloren hat, oh ja, warum will der denn bauen und nicht schlafen? Vor allem, der ist fast full life und der, schicke ich erstmal schlafen. Egal. So, jetzt schlafen sie erstmal alle. Perfekt. Und danach, nachdem sie hier alles abgebaut haben, was ich hier jetzt alles markiert habe, werden wir ein bisschen Holz sammeln. Mensch, wie komme ich denn nur da drauf? So, aber eigentlich wollte ich auch noch mal so ein bisschen Bretter machen. Ja, naja, gut, Holz habe ich nicht. Aber wir können uns auf jeden Fall schon mal den Technologiebau mal wieder weiter anschauen. Guck mal, hier kriegt man als erstes einen Holzbogen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, darauf werde ich auf jeden Fall hinarbeiten. Verbessertes Portal. Okay. Verbessertes Portal. Das ist wahrscheinlich hier dieses Multiplayer-Portal, kann das sein? Wahrscheinlich. Da finde ich hier noch irgendwo ein anderes Portal. Ich glaube nämlich nicht. Das müsste das dann sein. Warte mal, eigentlich wollte ich hier mal mir dieses Vieh angucken. Das was Neues. Das habe ich einfach so weggeklickt gehabt. Wo ist denn dieser Drache? Erstmal suchen. Ist das der Drache? Sonst haben wir, glaube ich, keinen Drachen. Ich glaube, das ist der Drache. Ja, scheint so, ne? Mal, wo ist der? Ich habe irgendwie rausgeklickt, aus Versehen. Ja, der heißt einfach bloß Drache. Naja, gut. Gefährlich ist der. Okay, gut. Dann weiß ich Bescheid. So. Der tollt hier so ein bisschen rum. Der Drache. Guck mal, aber der hat ja irgendwie ein bisschen. Ist das Gold oder ist das einfach bloß Sand, was da liegt? Aber der hat auf jeden Fall da so ein Ei zu liegen. Seht ihr das auch? Kann ich bestimmt klauen. Oder wenn ich den lang genug da drinnen lasse in diesem Gefängnis, dann brütet der vielleicht das Ei sogar aus. Dann habe ich nachher zwei da drin. Das wäre natürlich nicht schlecht. Vielleicht droppt er ja sogar auch relativ gute Sachen. Das weiß ich nur nicht. Aber das werde ich ja dennoch sehen. Oh, wir haben ja schon wieder fast 10 Zwerge erreicht. Das ist auch nicht schlecht. So, warte mal, ich wollte ja mal noch ein bisschen Essen herstellen. Essen, Essen, Essen. Das kann ich nicht herstellen, weil ich irgendwie noch keine Äpfel bekommen habe. Na ja, gut. So, davon kann ich gleich mal 18 Stück herstellen von mir aus. So. Dann kann ich nämlich hier mal Essen drauflegen für die Zwerge. Soweit ich das mitbekommen habe, reicht es, wenn man zwei verschiedene Sachen raufpackt. Dann suchen die sich immer das Beste raus, was sie haben wollen. Oh, ja. Und Essen draufpacken, okay, Aufgabe erfüllt. Jo, dann weiß Bescheid. Was wollte ich denn jetzt eigentlich gerade machen? Hab ich jetzt wieder vergessen. Naja, manchmal ist es so, ne? Tja, auf jeden Fall haben wir wieder mal in 11 Minuten die nächste Welle von den Monstern, wo wieder alle Zwerge sterben. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Nicht. Nicht. Ja, genau. Die machen hier gerade nichts. Ach so. Okay, die wollen hier bloß gerade den Weg suchen. Und es regnet wieder auf dieser einen Stelle. Nee, diesmal ist das, glaube ich, ein bisschen. Nee, das ist immer noch die gleiche Stelle. Oder? Nee, letztes Mal hat es doch eigentlich hier geregnet gehabt, ne? Da ging es doch bis darauf. Also es scheint wohl doch so ein bisschen zu variieren. Was ist das? Warte mal. Bitte nicht irgendwas Böses. Okay, nichts Böses. Okay. Es kommt ja bestimmt irgend so ein Vieh raus, was mich instattet oder so. Das sieht aber interessant aus, sag ich mal so. Das sieht irgendwie aus. Ja, wie sieht das aus? Lol, da kommen Eier raus. Okay. Ah, von diesen Viechern. Von diesen fliegenden Viechern. Ah, okay. Interessant.
Okay, macht irgendwie Sinn. Denn brüten die hier oder was? Hier auch schon? Ne, da habe ich nichts. Nichts drauf, da auch nicht. Das auch auf der Erde machen? Weil sonst wären da ganz rechts müssen das ja da machen. Weil da sind ja auch immer welche gewesen. Ja, doch, da rechts. Genau da rechts in der Ecke. Okay. Und da auch nochmal. Okay. Ich übertreibe doch noch mehr. Da auch nochmal. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, diese Brutstation. Oh, hier oben sind sie alle. Alter. Okay. Buch des Schwimmers. Muss ich jetzt hier nochmal ein Portal hinsetzen? Ne, muss ich nicht. Okay, sind sie jetzt ready, die Zwerge? Ja, genau, oben sind sie ready. So, oh, ich habe noch eine Spitzhacke. Muss ich die noch verteilen? Nee, brauche ich nicht. Gut, das ist auch nicht schlecht. Ja, und dann wollen wir ja noch. Guck mal, ich kann hier so ein anderes Holzbett machen. Genau, hier so ein mehrstöckiges Bett wollte ich eigentlich noch machen. Das sieht eigentlich noch ganz interessant aus. Da kann man, glaube ich, noch mal ein bisschen Platz sparen mit. So, das kommt da hin. Dann kommen hier die zwei Bretter hin. Muss wahrscheinlich erst hergestellt. Nee, okay. Haben wir die direkt einfach mal. Gut. Ja, dann haben wir erstmal so ein mehrstöckiges Bett. Entferne Blätterbett bitte. Und dann können wir nämlich hier dieses verwässerte Bett hinmachen. So. Aber scheint wohl so, dass da auch bloß ein Zwerg schlafen kann drinne. Ja. Sieht einfach bloß ein bisschen anders aus, denn. Naja, gut. So, dann graben wir unten mal weiter. Hier einmal, dann brauchen wir das einmal, so ich komme einfach nicht hin. Okay, das ist hier, warum auch immer. Ach, das ist Schwefel. Sehe ich ja jetzt erst. Okay, ich habe gedacht, das ist Gold. Okay, was kann ich denn mit Schwefel machen? Wahrscheinlich nicht ganz so viel. Aber ich würde sagen, das finden wir nächste Folge raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!